Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dritte Liga, Top-Thema live aus dem Studio in München. Wir freuen uns auf eine weitere Ausgabe unserer aller Lieblingsshow. Und was soll ich sagen, mein rechter Platz ist frei, also so halb. Klichy ist zugeschaltet aus dem Universum. Hallo, wo bist du? Wie geht's dir? So ist es. Direkt aus dem Orbit bin ich zugeschaltet. Ja, ich bin glücklicherweise am Ende meiner Quarantäne. Bald darf ich wieder raus, aber noch muss ich mich gedulden. Und deswegen habe ich gesagt, komm, den Strassi, den kann ich das nicht alleine machen lassen. Ich lasse mich einfach zuschalten. Und deswegen bin ich heute hier dein virtueller Partner. Aber ich kann dir trotzdem eine schmieren, wenn ich will. Guck, kann ich dir hier so schön eine rein donnern. Guck mal, du bist so lieblos zu mir. Ich habe dir extra noch ein Getränk dahingestellt. Hier, mach mal, schlürf mal. Ist das alles herrlich. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Aber ich gehe auch mal davon aus, es geht dir einfach so gut, weil du auf der Couch die dritte Liga verfolgt hast am Wochenende. Und ja, was soll ich sagen, da waren wieder so viele Highlights dabei. Absolut, es war ein Wochenende für Drittliga-Liebhaber, es war alles mit dabei. Wir haben diese Liga wieder mal, ja, wie soll ich sagen, noch mehr lieben gelernt, weil sie eben so nah ist, so authentisch, aber manchmal auch fehlerbehaftet, das muss man auch ganz klar sagen, das mögen nicht alle. Ich persönlich mag es und da bin ich eigentlich gleich schon bei Kaiserslautern. Wir gucken ja immer so ein bisschen zurück auch auf den letzten Spieltag beim Spiel gegen Havelse, da gab es ja ein 3:0 und vielleicht können wir mal zusammen auf diese Szene schauen, Straße. Das war legendär, was da wieder passiert ist beim ersten Tor. Philipp Hercher mit dem Handspiel und das hat jede Menge Reaktionen ausgelöst. Ja, guck mal, wir gehen bei uns auf den YouTube-Kanal von Magenta Sport und da sieht man jetzt das Tor von Terence Boyd, aber da war vorher was. So, hier kommt die Ecke. Da war die Hand von Hercher. Guck mal, wir gehen noch mal ein Stück zurück, das können wir alles live hier können wir machen. Da. Hast du sie gesehen, Klichy? Oh yes, ich habe sie gesehen. Ich habe es in der Übertragung mir auch schon relativ früh gedacht, dass das irgendwie komisch aussieht, was der Hercher da macht. Und unser Kommentator vor Ort, Julian Engelhardt, hat es ja auch dann relativ schnell gemerkt. Und ja, das sind eben genau diese Momente, wo in der dritten Liga eben kein Video Assistant Referee anschlägt und wo dann eben der Schiedsrichter, in dem Fall war es Ittrich, auf sich alleine gestellt ist. Aber ich muss auch sagen, der hat sich ja zu Wort gemeldet, der Kollege Ittrich. Das ist Wahnsinn, wie du aus deiner Wohnung hier die Teppiche hinlegst und wir gehen einfach drüber. Du hast recht, Ittrich hat getwittert, ja, das gibt es, Patrick Ittrich twittert und wir haben den Tweet bei Instagram gepostet. So sind wir einfach und da schauen wir mal auf unsere Magenta Sport Instagram-Seite. Das 1:0 für die Roten Teufel war eigentlich irregulär. Die absichtliche Handspielverlängerung habe ich nicht gesehen. Es stand ein Spieler davor, ich ärgere mich maßlos und der TSV Havelse ebenfalls, aber auch das ist schief. Schiedsrichterei Fehler machen und diese eingestehen. Und das sind dann so Dinge, wo man sagen muss, das ist richtig toll, das gefällt mir. Patrick Ittrich räumt da den Fehler ein, muss er ja eigentlich gar nicht, aber da erleben wir ja so in den letzten Wochen, dass es dahin geht bei der Schiedsrichterei, dass man immer transparenter wird. So ist es. Und ich kann auch nur euch zu Hause wieder ermutigen, schreibt es auch bitte in den Chat, was ihr davon haltet. Natürlich, ich bin ja nicht blöd, ich habe hier meinen zweiten Monitor aufgebaut und lese auch fleißig im Chat mit. Also sagt uns zu Hause auch, was haltet ihr von so einer Aktion, dass sich so ein Schiedsrichter danach auch mal zu Wort meldet und eben auch seinen Fehler eingesteht. Ich meine, es war ultra schwer zu sehen. Ich mache ihm da eigentlich gar keinen großen Vorwurf, aber er hätte den Spieler zumindest fragen können. Philipp Hercher hat auch gesagt, wenn er gefragt worden wäre, hätte er die Wahrheit gesagt. Das ist hinterher natürlich immer leicht, aber Philipp Hercher ist natürlich ein Ehrenmann, wie so viele in Liga 3. Komm, wir blicken mal kurz bei magentasport.de auf die Tabelle. Da sehen wir sie. Also Kaiserslautern durch den Sieg jetzt mit 56 Punkten auf Platz 2. Saarbrücken haben sich dahinter eingeordnet, aber was mir vor allen Dingen auffällt, hier, ich halte mal den Cursor rein, Klichy, guck mal, 46:18, also der FCK, was ist das bitte für eine Defensive? Ja, man sagt das ja immer, ne? Die Defensive, die gewinnt am Ende die Meisterschaften und bei Kaiserslautern wird es wohl nicht mehr Platz 1, aber zumindest der Aufstieg, das sieht sehr, sehr realistisch aus, weil der FCK unglaublich stabil unterwegs ist, aber die Konkurrenz ist ja auch
wirklich sehr gut unterwegs. Und wenn wir uns überlegen, was das für ein tolles Drei-Länder-Dreieck, wollte ich da fast schon sagen, ist da unten, ne? Mit Saarbrücken, mit Kaiserslautern und mit Mannheim. Das macht schon enorm viel Spaß, den Südwesten da so im Dreikampf zu erleben. Ja, also da gebe ich dir absolut recht, das macht richtig viel Spaß. Vor allen Dingen, wir biegen ja so langsam in die Zielgerade ein und dann fallen Entscheidungen. Und es sind Geschichten und Geschichten und Geschichten in Liga 3. Ich würde mich auch mal dafür interessieren, bei euch zu Hause, was sind denn so eure Lieblingsgeschichten aus dem vergangenen Spieltag? Schreibt das gerne mal bei YouTube rein in den Chat. Und natürlich, wir haben auch das Top-Phone, da wollen wir gleich auch nochmal drauf kommen. Aber wir blenden schon mal ein, 0175 681 7248. Da könnt ihr Videos schicken, Sprachnachrichten, die werden wir dann gerne im Laufe unserer Sendung hier einfließen lassen. Gäste haben wir auch noch, selbstverständlich Marc Haider kommt, wir freuen uns auf unseren Magenta Sportexperten Daniel Flottmann und auf Dennis Undaff, also pickepackevoller Kalender, will ich fast schon sagen. Aber bevor wir zu dem allen kommen, Klich, die nächste Geschichte aus dem vergangenen Spieltag aus Lotte. Hast du das gesehen? Ja, selbstverständlich habe ich das gesehen. Da gucken wir gerne auch mal zusammen rein. Da warst ja du auch vor Ort. Bevor ich mir jetzt den Mund franzlich rede, kannst du mir mal erzählen, was da passiert ist, Freundchen? Ja, ich brauche gar nichts zu sagen. Das haben wir auch auf unserem YouTube-Kanal. Der Zauberzettel bei Kapitän Cello Segert. Man sieht, Ferl hat geführt mit 1-0 und dann kam das hier. Das konnte ich nicht mithören, was Glöckner ihm da erzählt hat. Aber er hat den Zettel immer noch in der Hand. Und läuft jetzt vorne durch. Cello Segert, Boyamba und das Tor für Waldhof Mannheim. Ist das zu fassen? Und jetzt holt Segert die Mannen ran und sagt, Freunde, ich habe was auf dem Zettel stehen. Guck mal, Klich, und jetzt nimmt er seine Leute zusammen und erzählt denen, was auf diesem Zettel steht. Also da wirst du bekloppt. Ja, da sieht man mal wieder. Taktische Umstellungen, die bringen gar nichts, denn das Tor ist noch davor gefallen, also bevor sie sich taktisch irgendwie neu sortiert haben. Da, Spaß beiseite. Du hattest ja einen Auftrag, übrigens hier schreiben schon die Ersten hier bei YouTube wieder in den Chat, überragend. Einer schreibt, wohl Kaiserslautern-Fan, stop the count. Also, dass man jetzt aufhören soll, weiter zu spielen, dass Lautern direkt aufsteigt, fand ich sehr witzig. Aber du hattest ja einen Auftrag, diesen Zettel zu organisieren. Genau, ich hab das Spiel ja kommentiert und als dieser Zettel kam, da habe ich sofort aufs Ohr von unserem Leiter der Sendung, den kann man ja auch mal nennen, Tim Froberg, gesagt, wir brauchen diesen Zettel. Ich will heute den Drittliga-Fans in dieser Sendung diesen Zettel präsentieren. Und da hat der Tim Froberg zu mir gesagt, oh, das tut richtig weh. Denn danach kam ja diese Szene, 10 Minuten später, Cello Segert, dieses Foulspiel, hat sich dann verletzt, hat geblutet, musste ausgewechselt werden und trug aber diesen Zettel in seinem Stutzen. Er ist dann in die Kabine gebracht worden und war dieser Zettel passé sozusagen. Es ging dann erstmal darum, dass ihm nichts Schlimmes passiert ist, dem Marcel Segert, dem Kapitän vom Waldhof. Und ich habe dann gestern mit ihm telefoniert und auch mit Lotte telefoniert und auch mit Ferl telefoniert, um zu fragen, wo ist er denn? Wo ist dieser Zettel? Dann wurde mir gesagt, im Stadion wird sofort nach dem Spiel sauber gemacht und er muss im Müll gelandet sein. Ich habe wirklich alles gegeben, aber habe den Zettel nicht. Tja. Ja, immerhin hat sich ja Cello Segert bei uns gemeldet. Wir haben das eben schon mal kurz angerissen. Unser Top-Phone unbedingt heute wieder benutzen. Bilder, Videos, Sprachnachrichten könnt ihr alles da reinbringen. Jetzt nicht unbedingt Wortbeiträge oder so Schriftzeugs. Das könnt ihr alles bei YouTube reinposten. Aber alles andere ist fürs Top-Phone gut. Und Strassi, zeig uns doch mal, was Cello Segert uns geschickt hat. Ja, also sofort direkt hier, ihr seht es nochmal, 0175 681 7248 aus der Waldhof-Kabine, der Kapitän vom Waldhof, Marcel Segert. Servus Strassi, servus Klichi, mir geht's soweit wieder ganz gut. Ich glaube, man sieht, dass ich noch ein bisschen versetzt spreche und Essen ist noch schwieriger. Aber gut, wir haben 3 Punkte eingefahren und ist jetzt auch nicht nichts Gravierendes oder richtig Schlimmes passiert, hätte ja auch böse enden können. Von daher alles gut. War natürlich eine richtig amüsante und witzige Geschichte mit dem Zettel. Da stand eigentlich nur unsere Umstellung drauf, wie wir mit welcher Formation wir agieren wollen. Das natürlich direkt danach das Tor passiert, ist so eine Geschichte für sich. Auf jeden Fall gucke ich, dass ich natürlich fit werde.
für das Top-Duell oder für das Spiel am Sonntag gegen 60. Da freue ich mich drauf oder da freuen wir uns drauf. Und dann schauen wir mal, was da bei rumkommt. Liebe Grüße, Cello. Ja, guck mal. Es geht ihm gut, er hat keinen Bruch im Gesicht oder sonst irgendwas und ich glaube, der wird am Sonntag, übrigens live und exklusiv beim Magenta Sport, Waldhof gegen 1860 ab 13.45 Uhr, dann sicherlich auch wieder auf dem Platz stehen. Was für eine Geschichte. Unglaublich und ich bin mir sicher, dass er alles geben wird, wie du schon gesagt hast, um am kommenden Wochenende dabei zu sein. Können wir ja auch gerne mal noch mal kurz vielleicht zusammen auf die Plattform schauen. Strassi, oder hast du da jetzt keinen Bock drauf? Ich muss jetzt immer betteln. Normalerweise sitze ich immer am Laptop und kann das alleine entscheiden. Ja, jetzt muss ich hier natürlich Bittsteller sein. Ich bin heute Klich und Straßburger in einem. Ich mache hier alles. Und ich würde aber sagen, wir wollen ja gleich unseren ersten Gast reinlassen. Deswegen machen wir ein bisschen Tempo. Es gab noch eine Situation. Unser Kollege Tobi Schäfer, der musste nämlich im Stadion aufpassen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Manchmal sind wir ja wirklich auch in Gefahr. Die Braunschweiger in der Tabelle erstmal überholt, aber es sind ja erst 45 Minuten gespielt. Wir analysieren gleich diese erste Halbzeit, gucken vorher aber, während wir hier noch ein bisschen nass gemacht werden, auf die anderen Zwischenstände. Ist dir das auch schon mal passiert? Glücklicherweise noch nicht, aber das passiert ja echt sehr, sehr häufig. Aber der Tobi, das musst du erstmal drauf haben. Der redet einfach weiter, der lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Respekt, wir haben ja jetzt auch nicht Juli, ne? Also das ist ja sowieso kalt genug im Stadion. Aber wir sind ja geschützt von unseren neuen Magenta Sportjacken. Ja, also die helfen uns auch, wenn es nass wird. So ist es. So, und jetzt würde ich sagen, haben wir schon mal ein bisschen gut zurückgeschaut auf den vergangenen Spieltag und kümmern uns jetzt mal um unseren ersten Gast. Und damit die Leute, die ihn vielleicht zu Hause noch gar nicht kennen, Marc Haider, den Kapitän vom VfL Osnabrück, haben wir uns mal so zwei, drei Türchen rausgesucht. Das ist nämlich eine absolute Maschine. Es ist wieder eine Riesenmöglichkeit da, das glaubst du nicht. Es hagelt hier Watschen. Vorne geht rein. Was ist das denn gewesen? Marc Haider, das alte Schlitzohr. Kann jetzt gefährlich werden. Flanke ist gut und da ist der Ausgleich. Und am Ende jubelt Marc Haider. Absoluter feiner Jahrgang, Chateau de Haider. Herzlich willkommen beim Drittliga-Top-Thema. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wenn du die Tore gerade gesehen hast, bist du dann nochmal selber von dir überrascht, wie gut du eigentlich bist? Was heißt selbst überrascht? Man ist dann in dem Moment einfach froh, dass man die Tore macht und überglücklich der Mannschaft helfen zu können. Und es ist ja auch super eng, gerade da oben in der dritten Liga. Du kennst das ja, den Aufstiegskampf hast du auch schon mal erfolgreich bestritten, aufgestiegen in die zweite, jetzt wieder abgestiegen. Wie ist das für dich als Spieler aktuell? Man weiß, jetzt sind es einfach diese letzten entscheidenden Spiele. Du musst jetzt performen, wenn du den Rest hinter dir lassen willst. Aber für euch Osnabrück wird es ja richtig eng nochmal, weil Braunschweig, 60, Waldhof, Saarbrücken alle mitmischen, da im Kampf um Platz 3 und 2. Wie geht's dir mit dieser Situation aktuell? Ja, erstmal sind wir natürlich froh, dass wir den Anschluss halten können und gehalten haben und dementsprechend werden wir in den nächsten Spielen auch weiter Vollgas geben, um es den anderen auch so schwer wie möglich zu machen und gucken, dass wir vielleicht dann Richtung Spieltag 35, 36 immer noch oben dabei sind und wenn man dann die letzten Körner noch irgendwie mit allem anderen zusammensammeln kann, vielleicht den großen Coup zu schaffen. Ich habe im Übrigen es jetzt geschafft, den WhatsApp-Ton auszumachen, aber da hört man schon, es geht jetzt ohne Ende zur Sache im Topphone. 0175 681 7248 schickt Sprachnachrichten, schickt Videobotschaften in Richtung Marc Haider. Ihr könnt auch schön alles reinpfeffern in unseren YouTube-Chat. Es gibt nämlich so viele Geschichten um einen dieser Typen aus Liga 3. Die erste ist, du bist in Sacramento geboren, in Kalifornien. Ich weiß überhaupt gar nicht deine Geschichte. Kannst du uns da mal ein bisschen mit an die Hand nehmen, wie das alles passiert ist damals? Mein Vater ist Pilot oder Kampfpilot gewesen bei der Bundeswehr, dementsprechend das ein oder andere Mal auch versetzt worden.
Und zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter mit mir schwanger war, war mein Vater in den USA und für eine etwas längere Zeit. Und da ist meine Mutter dann mitgekommen. Und ja, dann bin ich über See geboren. Also du könntest theoretisch auch für die amerikanische Nationalmannschaft spielen? Na, ich glaube, dafür bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen zu alt, aber rein theoretisch wäre das möglich, ja. Wer weiß, kann alles passieren. Und hast dann das auch stimmt. eine besondere Beziehung zu Joe Enochs, oder? Der ist ja auch aus Kalifornien, wenn ich jetzt recht informiert bin, eine Osnabrücker Legende. Mit dem hast du wahrscheinlich dann auch eine sehr gute Beziehung. Ja, hatte ich früher in den Anfängen vielleicht, wo ich bei den Profis dabei war, vielleicht nicht so, weil Joe wirklich einer war, wo man sich erstmal beweisen musste. Da gab es noch richtig auf die Stöcker. Aber dann nach und nach wurde das immer besser. Und dann sind wir auch nochmal zusammen nach Amerika geflogen, nach San Francisco und waren dann nochmal ein paar Tage auf Hawaii. Und das war eine echt coole Sache. Und ja, war ich noch relativ jung mit den Erfahrenen mitgefahren. Und das war eine richtig coole Sache. Man hört schon, du hast viel erlebt rund um Osnabrück. Du bist ja auch relativ nah an Osnabrück. Wie heißt das schöne Örtchen? Recke, ist das richtig? Bist du aufgewachsen? In Recke bin ich aufgewachsen, ja. Mittlerweile, seitdem wir wieder hier sind, wohnen wir aber in Eppenbüren. Also 15 Minuten. Von Recke entfernt. Ja, das macht ja nichts. Es ist trotzdem alles in der Umgebung. Du hast 214 ja. Mal schon für Osnabrück gespielt. Was bedeutet dir, das schreiben die Fans ja auch schon rein in den Chat, was bedeutet dir dieser Verein? Boah, das kann man eigentlich schwer in Worte fassen. Man ist hier groß geworden, das war der nächstgrößte Verein und ja, man war selber früher im Stadion, hat gesehen, wie die Jungs da auf dem Platz gekämpft haben, wie das honoriert wurde, wenn die Spieler auf dem Platz gekämpft haben. Und man hat sich immer gedacht, boah, wie geil ist das, wenn du hier spielst und die Leute dich von den Rängen so dermaßen pushen. Und zum Glück kann ich mittlerweile sagen, dass ich häufiger mal dort spielen durfte. Und dementsprechend, ja, eine super geile Geschichte, dass ich noch so viele Spiele für den VfL machen durfte. Ja, und vor allem wollen die Fans auch wissen, wie viele kommen denn noch dazu? Dein Vertrag läuft ja aus. Hier wird schon gefragt, Heidi, wann wird verlängert? Ja, man muss mal schauen, wie das so weitergeht. Aber an für sich habe ich noch keinen Bock aufzuhören. Dafür fühle ich mich noch zu gut. Aber Amir Shapourzadeh hat noch nicht mit dir gesprochen, der sportliche Leiter. Naja, noch nicht. Da müssen wir mal Bescheid sagen, ja, dass er sich mal bei mir meldet. Es gibt auch keinen Zeitplan, wann ihr das irgendwie mal forcieren wollt? Nein, ich habe da erstmal alles offen gelassen, weil es auch einfach der Fakt ist, dass jetzt aktuell die wichtigen Spiele anstehen, dass wir uns da oben richtig festbeißen. Und das geht absolut vor. Und da sind ja, Personalien wie ich einfach... muss man einfach sagen, die muss man erstmal hinten anstellen. Wir wollen den Anschluss halten. Wir haben eine extrem junge und unerfahrene Truppe. Viele Spieler auch aus der Regionalliga dazu bekommen. Und dafür, finde ich, spielen wir eine absolut super Saison. Und ja, wollen auch einfach bis zum Ende oben dabei bleiben und dann einfach gucken, was möglich ist. Da war einer beim Interviewtraining. Amir Shapourzadeh hat sich noch nicht gemeldet auf unserem Topphone, aber Aydin aus Osnabrück hat eine kleine, kurze Sprachnachricht geschickt. Die hören wir uns einfach mal an. Ja, mein Name ist Aydin aus Osnabrück und ich würde gerne wissen, wie viele Tore Mark Haider noch diese Saison schießen wird. Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe noch so einige. Ich bin auf jeden Fall noch nicht so, dass ich sage, mir reichen die 8 Tore, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich will noch mehrere Tore schießen und freue mich auch über jedes Tor. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Spiel in Zwickau betrachte, muss man einfach sagen, dass es auch einfach shit egal ist, wer die Tore schießt. Hauptsache, man hat am Ende die 3 Punkte im Sack und kann die dann dementsprechend diesmal aus Zwickau mit nach Hause bringen. Da bin ich ein bisschen anders eingestellt als vielleicht andere, die gerne ihren Namen lesen. Für mich zählt in erster Linie der Teamerfolg und wenn wir 3 Punkte haben, bin ich überglücklich. Und trotz alledem freue ich mich natürlich, wenn ich selber auch die Tore schieße.
Das Kunststück Aufstieg ist euch ja vor 3 Jahren schon mal gelungen. Jetzt seid ihr noch nicht so weit, dass man sagen könnte, ihr seid dem Aufstieg sehr nah, aber ihr seid mit im Aufstiegsrennen. Was ist denn der Unterschied im Vergleich zu vor 3 Jahren? Also was würdest du sagen, hat sich verändert? Hat sich die Stärke der Liga verändert? Das würde ich gar nicht mal sagen, aber wir hatten zum Beispiel am Anfang der Saison mit Duisburg oder Wiesbaden auch das Hinspiel gegen Zwickau, die Spiele, die du alle dominiert hast, hast sie dann aber hinten raus auch irgendwo dann unglücklich mit 0-1 verloren. Und das sind die Spiele, die wir in dem Jahr, in dem wir aufgestiegen sind, eben dreckig 1-0 gewonnen hätten. Das ist das, was ein bisschen am Anfang gefehlt hat. Ich denke aber jetzt seit der Winterpause haben wir einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht. Die Punkteausbeute sieht aktuell echt sehr, sehr gut aus. Wir hatten jetzt einen kleinen Dämpfer mit dem Spiel gegen Kaiserslautern, aber wir haben uns direkt wieder gefangen, direkt wieder einen Dreier eingesackt. Und so kürzer die Phasen dann eben auch sind, wo du dann einmal ein Spiel verlierst, umso besser, wenn die Phasen dann nicht abreißen. Du hattest ja beim VfL auch schon verschiedenste Phasen und auch verschiedenste Trainer. Du hast allein unter Daniel Thun 100 Mal, ich sag mal, gedient. Jetzt ist dein Trainer Daniel Scherning. Was ist das denn für ein Typ? Der kommt ja immer, ich habe das Gefühl, der ist wie so ein Chamäleon. Mal ist er ein ruhiger, mal ist er ein etwas lauterer, mal lächelt er, mal ist er in sich irgendwie, ja, versteckt sich so ein bisschen. Kannst du uns ihn ein bisschen näher bringen? Ja, Daniel ist ein absolut super Typ, kann überhaupt nichts Schlechtes über ihn sagen. Ist natürlich wie jeder von uns auch mal ein bisschen besser drauf, mal ein bisschen schlechter drauf. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, dann tut er seine Meinung auch kund. Und von daher bis jetzt alles, was wir zusammen erlebt haben, ja, absolut top. Und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit noch länger wird. Das ist doch mal ein Statement für den Trainer. Du hast vorhin uns schon gesagt, Fußballspielen macht dir extrem viel Spaß. Das heißt, wir sehen dich hoffentlich noch in der kommenden Saison, egal in welcher Liga, wir würden uns freuen. Aber du hast ja auch schon ein paar Pläne für nach der Karriere. Du hast einen Trainerschein schon in der Tasche, aber nicht im Fußball. Naja, ich habe die A-Lizenz und B-Lizenz als Fitnesstrainer. Wie kommt das? Was soll da passieren? Ja, man muss ja nicht immer nur das ausführen, was andere einem vorgeben. Irgendwann will man ja auch mal die Leute scheuchen. Und ja, dementsprechend habe ich mich da so ein bisschen vorbereitet. Was ich im Endeffekt damit mache oder was ich daraus mache oder wie es weitergeht, das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ein bisschen vorbereitet sein auf das, was nach dem Fußball kommt, sollte man ja definitiv auch. Die Fans schreiben... Aber kann es sein, dass dann so ein... Sorry, Klichy. Du hast Vorrang. Aber kann es sein, dass man so ein Heidis Gym mal irgendwann irgendwo in Osnabrück findet? Also so ein Fitnessstudio, wo du dann der Inhaber bist? Könnte gut möglich sein. Dann lade ich dich auf jeden Fall ein. Wir haben beide ein bisschen Training, glaube ich, nötig. Ja, dann kommst du auch noch vorbei. Dann machen wir ein Training zu dritt. Ja, die Frage ist jetzt aber wann, weil das ist auch die Frage von den Fans. Die eine Vertragsfrage haben wir ja schon gestellt, aber die fragen sich, bis wie viel, also mit wie vielen Jahren willst du denn aufhören? Wie viele Jahre hast du noch im Tank? Ja, es liegt ja nicht nur an mir, es liegt ja auch an dem Verein. Wenn er sagt, er würde sich gerne umstellen, würde was Neues machen, da muss man ja beide Seiten immer so ein bisschen betrachten. Aber ich habe immer gesagt, ich will so lange spielen, wie mich meine Beine tragen, und ich sehe aktuell, dass da noch ein bisschen Luft ist. Dann lass mich da eine Anschlussfrage stellen. Wenn Osnabrück sagen würde, mit Haider geht es nicht weiter, würdest du dann deine Karriere beenden oder nochmal woanders dein Zelt aufschlagen? Ja, ich habe eigentlich gesagt, dass ich nicht mehr weiterziehen will, aber wenn das dann so sehr in den Beinen juckt und ich die einfach noch nicht stillkriege, dann wäre es auch... ja, schlecht zu sagen, ich höre komplett auf. Dementsprechend muss man so ein bisschen abschauen, was dann noch für Möglichkeiten bestehen. Aber am liebsten wäre mir das natürlich, wenn ich noch das ein oder andere Jahr in Osnabrück dranhänge. Also er ist noch heiß. Heidi ist heiß. Es gibt noch weitere Fragen aus dem Chat, und zwar JNDBCA will wissen, was war für dich dein persönlich bestes Spiel für den VfL leistungsmäßig und emotional gesehen?
emotional gesehen, wenn man auch das Negative mit einbeziehen kann, dann wahrscheinlich das Rückspiel gegen Ingolstadt. Weil, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich war im Fußball schon ab und zu mal traurig, aber der Tag, der bleibt mir auf jeden Fall noch lange in Erinnerung. Was war das Schlimmste an dem Abstieg dann? Ja, einfach so ein bisschen dieses Gefühl, ja, man hat Osnabrück dahin gebracht, wo man persönlich den Verein sieht und das für mich absolut in der zweiten Liga mit der Fans, mit dem kleinen geilen Stadion und so ein bisschen vielleicht auch versagt zu haben, einfach das nicht geschafft zu haben, das war schon extrem erdrückend. Ich glaube, das hat man dann auch nach dem Spiel gesehen, da ging es mir nicht ganz so gut. Das war auf jeden Fall sehr, sehr traurig, ja. Ja, da merkt man ja auch und das sieht man auch anhand den Fans, du bist ja wirklich verbunden mit dem VfL Osnabrück wie kaum einer. Du hast, glaube ich, mal gesagt, die Farben des Vereins, das sind auch die Farben des Blutes, das durch deine Adern fließt. Es gab aber auch nicht nur diese sportlich schweren Momente für den Gesamtverein, sondern auch mal für dich. Nach Thun kam ja Marco Grote damals, der hat dich nicht so gemocht, der hat dich nicht so viel spielen lassen. Gab es dann auch mal Momente, wo du gedacht hast, bei aller Liebe, ich glaube, ich muss weiterziehen? Wenn es mit Marco weitergegangen wäre, dann hätte ich einen anderen Weg gesucht. Sagen wir es mal so. Das ist klar. Ja, klar und eindeutig, ja. Klar und eindeutig. Einer, mit dem du immer, glaube ich, gerne zusammengespielt hast, ist Marcos Alvarez. Nach dem wird von den Fans auch immer wieder, der wird gefordert, der wird gefragt, Mo_nie003, Heidi, nächste Saison wieder mit Alvarez. Also wann holt der VfL diesen ehemaligen Torjäger zurück? Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich glaube auch, dass jeder weiß, dass es für mich absolut cool wäre, wenn Alba wieder da wäre. Jeder weiß genauso, dass er ab und zu dann auch mal den einen oder anderen Arschtritt braucht, damit er sich bewegt und fit macht. Das würde ich gerne nochmal übernehmen. Ob es dann jetzt während der aktiven Zeit ist oder dann nach der Karriere, wenn Alba dann auch wieder zurück in Deutschland ist, das müssen wir schauen. Aber ja, ich kann mal so viel sagen, dass ich dafür dann auch einfach nicht verantwortlich bin, ob er denn zurückkommt oder nicht. Da sind andere zuständig, aber freuen würde ich mich definitiv, ja. Es kommen übrigens schon die ersten Angebote rein, wenn es bei Osnabrück nicht weitergehen sollte. Christopher Töppen schreibt, Ibben Büren ist von Meppen auch nicht weit entfernt, Mark Haider, schreibt er da rein. Dann will ein Mirsad Garibovic wissen, was gefällt dir am besten beim VfL Osnabrück? Was mir am besten gefällt, ist auf jeden Fall das Stadion. Wie ich ja schon gesagt hatte, dass ich selber mal dort gestanden habe und Spiele zugeschaut habe. Es ist einfach so emotional, es ist klein, eng. Und die Fans feiern einen dafür, wenn man ja geil mitarbeitet, wenn man eine Grätsche macht. Das ist eigentlich so genau meins, eher dieses Teamdienliche, nicht nur vorne rumzustehen, um dann irgendwie die Lorbeeren abzusahen. Ich bin einer, der gerne für die Mannschaft kämpft und das kann eben dann auch mal hinten sein und nicht nur vorne vorm Tor und dementsprechend, ja, anders auch das Trainingsgelände, was sich nicht großartig geändert hat, wo ich damals weggegangen bin das erste Mal und seitdem ich jetzt wieder hier bin. Was natürlich für mich als Einzelperson so ein bisschen die Erinnerung hat wieder aufleben lassen, weil sich einfach im Großen und Ganzen, muss man ganz ehrlich sagen, einfach gar nichts getan hat für die anderen. Und mittlerweile natürlich auch für mich ist es so ein bisschen nervig und es wäre schön, wenn sich da mal was tut. So, jetzt habe ich gerade noch gehört, es gibt noch eine Sprachnachricht. Jetzt muss ich aber einmal den Kollegen, wir sind ja eine Webshow, also fast, welche Sprachnachricht ist denn das? Schwager Haider, ja, das hätte ich auch selber merken können, der hat eine Sprachnachricht geschickt, da hören wir jetzt mal rein. Moin, liebster Schwager. Ich wollte einfach mal von dir wissen, wer dich denn vor dem Spiel am besten motivieren kann. Ich hoffe, du sagst auch hier die Wahrheit, auch wenn deine Frau zuhört. Ja, liebster Schwager, ich glaube,
deine SMS, die dann immer kommen, beziehungsweise auch mal Sprachnachrichten, die sind immer gut. In den letzten Spielen haben die leider gefehlt. Vielleicht lag es auch irgendwie daran, dass es da nicht so gut geklappt hat. Dementsprechend solltest du, oder ist es hiermit die Erinnerung, dass du daran auch wieder mehr denkst, mein Lieber? Also Familie Haider hält zusammen. Bevor wir Schluss machen, noch eine Brücke, die ich schlage, eine Bremer Brücke, die ich schlagen will. Unser nächster Gast ist ja unser Magenta-Sportexperte Daniel Flottmann. Du hast unter seinem Papa Fußball gespielt, Heiko Flottmann, 50 Mal in der Jugend, glaube ich, für den VfL Osnabrück. Welche Erinnerung hast du daran? Sehr, sehr gut. Ein super cooler Trainer gewesen, super Typ, manchmal auch sehr, sehr streng, muss man sagen. Da gibt es auf jeden Fall die eine oder andere Geschichte, auch mal vom Adi Vetter Cup, wo wir bei dem Hallenturnier nicht ganz so gespurt haben, wie er das gerne gehabt hätte. Da war er doch sehr, sehr erbost in der Kabine. Und dann habe ich gesagt, so, mir reicht's, ich gehe jetzt duschen. Und dann bin ich unter die Dusche gegangen, wollte nach Hause fahren und da hat Jürgen Mehl, der Co-Trainer, mich zurückgeholt und hat gesagt, du kannst jetzt nicht abhauen, das funktioniert so nicht. Und ja, also er konnte in beide Richtungen sehr, sehr lieb sein, aber auch ja, irgendwo sehr, sehr hart, aber alles im Rahmen und hat einem viel mit auf den Weg gegeben. Und Heiko Flottmann und Jürgen Mehl bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, weil ich auch von den beiden die Möglichkeit bekommen habe, mich so spät überhaupt noch für den Profifußball zu empfehlen. Weil ich bin ja erst zur A-Jugend nach Osnabrück gegangen. Vorher habe ich ja die ganze Zeit in Recke gespielt. Von daher so ein Spätzünder, habe nicht so die allerfeinsten Sachen im NLZ erlernen dürfen. Das habe ich mir dann alles über die Art und Weise, wie ich Fußball spiele, selbst erarbeitet, glaube ich. Vom Bordstein zur Skyline. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Dankeschön, Marc. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Jetzt ist er schon raus, oder? Hast du ihn schon verabschiedet, Strassi? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gedrückt. Da ist er noch. Da ist er noch. Da ist er noch. Okay. Da bist du doch noch. Wir wollten noch Danke sagen. Das ist die Technik. Die haut einen einfach raus. Ne? Das macht nichts. Dankeschön, dass du da warst. Herzlichen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an der einen oder anderen Geschichte. Heidis Welt sind die Berge. Heidis Welt aus Osnabrück ist die Bremer Brücke. Dankeschön. Sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Dankeschön. Klichy, du bist aber noch da, oder? Das war jetzt total witzig eben. Ich hab ihn nämlich eben nicht mehr gesehen auf einmal und dachte, okay, was ist das jetzt? Ist er jetzt weg, der Marc Haider? Aber was für eine tolle Geschichte. Auch wieder einer dieser Profis, die eben den Weg sich selber irgendwie gebahnt haben über die Jahre. Und jetzt darf er mit Mitte 30 hier nochmal am Aufstieg schnuppern. Hat er eh zwei tolle Saisons auch mit Osnabrück in der zweiten Liga nochmal verbracht. Der hat sich schon viel hinten raus in der Karriere nochmal erfüllt. Toller Mensch. Ja, und man muss auch mal sagen, herzlichen Dank an alle Fans, an alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause für die tollen Fragen, dass ihr super mitmacht im Topfonds 0175 681 7248 und bei uns im YouTube-Chat. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich weiterzugeben an unsere Gäste. Und apropos, wir haben ja gesagt, heute sind wir drei Gäste insgesamt. Marc Haider war Nummer eins. Jetzt gleich sprechen wir mit unserem Magenta-Sportexperten Daniel Flottmann. Danach kommt Dennis Undaff. Aber Fans dieser Sendung, und da gibt es hoffentlich den einen oder anderen, werden wissen, Moment mal, da kommt doch jede Woche immer irgendwas. Da drückt doch jemand einen Knopf, dann passiert was und es ist wieder soweit. Wir schauen zurück und fragen uns... Ich höre Sie nicht. Woche zu Woche ist es immer die gleiche Scheiße jedes Mal. Was war gerade los? Also ich muss schon sagen, mittlerweile machst du das sensationell. Das ist schon richtig großartiges Niveau und unser diesjähriges Thema, wollte ich schon sagen, unser Thema diese Woche ist der erste FC Magdeburg. Aber dieses Mal eigentlich, das kann man gar nicht den Leuten zu Hause erklären, im schlechten Sinne, die haben ja 1500 Jahre nicht verloren, verlieren aber dann ausgerechnet gegen Türk Gücü München, den abgeschlagenen Tabellenletzten nach Punktabzug. Und die Insolvenz ist ja auch schon am Laufen. Es droht eigentlich im Endeffekt der Zerfall dieser Mannschaft, aber die gewinnen jetzt zwei Spiele in Folge.
Ja, das übrigens das Magdeburg-Spiel, wo sie jetzt gewonnen haben, Türkgücü, das nehmen wir so ein bisschen auf, um über Türkgücü zu sprechen und das, was da gerade passiert und wie es vielleicht in Zukunft weitergeht. Und das Ganze machen wir mit unserem Magenta-Sportexperten Daniel Flottmann, der aber noch nicht da ist, wie ich gerade höre. Deswegen machen wir zwei das jetzt einfach zusammen erstmal, oder? Genau, ich habe ihm gerade eine WhatsApp nochmal geschrieben, dass er jetzt reinkommen darf, unser Kollege Daniel Flottmann. Komm, wir sind der, live. Ja, auch übrigens gestern im Einsatz war, auch noch, müssen wir auch noch gleich drüber sprechen. Ja, aber ich kann's ganz klar sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum Türkgücü München jetzt zweimal gewinnt. Ich meine, die Zahlen waren irre. Magdeburg hätte ein Tor schießen müssen. Aber es ist schon spannend, dass manchmal ja auch so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität bei Mannschaften sich breit macht und man hat den Eindruck, bei Türkgücü München ist es aktuell der Fall. Komm, wir gucken mal auf unseren Magentasport YouTube-Kanal. Dort gibt es ja wie immer alle Highlights und schauen dort mal auf das 2:0 von Türkgücü vom Kollegen Sorge. Eine Ecke in der 84. Minute. Nicht weit genug abgewehrt, dann Kawainer bekommt die zweite Chance. Alex Sorge in der Mitte. Ja. 2:0. Der Kapitän netzt ein toller Kopfball ins lange Eck, aber ähnlich wie beim... Zweite Chance, zweites Tor. Magdeburg, glaube ich, 20 Chancen, gar kein Tor. Irgendwie, also zumindest zu dem Zeitpunkt kein Tor, eins haben sie am Ende gemacht. Also irgendwie läuft gerade zumindest auf dem Feld alles rund bei Türkgücü München. Ja, das ist unglaublich. Und der Sorge, der ja auch das Tor geschossen hat, hat ja auch im Interview bei uns gesagt, er würde sogar auf Gehalt verzichten, um eben weiterhin bei Türkgücü mitzumachen. Ja, guck mal, wir haben das sogar vorliegen, den sogenannten O-Ton von ihm. Würden Sie persönlich sagen, ja, ich würde da auf ein paar Euro verzichten, auf einen Großteil sogar verzichten, um das zu Ende zu bringen? Ja, selbstverständlich. Ich bin Fußballer, ich will Fußball spielen und das mit allen Mitteln und das bis Mitte Mai, bis zum letzten Spieltag. Das sind geile Worte, wie ich finde. Das ist echt Wahnsinn. Richtiger Respekt, da kriege ich eine Gänsehaut, weil da merkt man in dem Spieler, da stimmt es einfach. Der hat Lust, der will weitermachen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei Türkgücü München. Übrigens, hier kommt eine Frage rein. The Gamer 1906 oder 19006 will wissen, Strassi, wann kommentierst du das nächste VfL-Spiel? Das nächste VfL Osnabrück-Spiel? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da wurde ich noch gar nicht eingeteilt. Aber in der Länderspielpause gibt es ja ein Nachholspiel vom VfL Osnabrück an der Bremer Brücke. Und mit zwei, drei Freunden reisen wir privat dorthin, um uns das einfach mal anzuschauen. Das nur mal so als Teaser. Einer, der sich da sicherlich auch drüber freut, weil er die Bremer Brücke auch ein Stück weit kennt, ist unser Magenta-Sportexperte. Und wenn ich jetzt eine Anmoderation mache und der ist nicht da, dann raste ich aber aus. Daniel Flottmann, herzlich willkommen. Da bist du doch. Hörst du uns? Oh. Aber du bist stumm. Er ist stumm. Daniel Flottmann ist stumm. Hast du dich auf stumm? Flotti, versuch nochmal das Mikrofon. Guck mal, das ist die Technik. Die wievielte Sendung ist das von uns, Klischee, jetzt? Die 41. glaube ich. Und es hat immer funktioniert. Und jetzt bei Daniel Flottmann will es nicht funktionieren. Aber ganz ehrlich, wir versuchen das jetzt alle. Ich höre übrigens gerade, 11.04. ist dieses Spiel, wo ich dann bin. Da werde ich VfL Osnabrück, glaube ich, machen. Aber wir versuchen das, dass wir den Flotti, dass wir den Ton da aufziehen können und werden mit ihm gleich in aller Ruhe Türkgücü besprechen. Der hat nämlich mal bei Rot-Weiß Aalen gespielt und hat eine vergleichsweise gleiche Situation erlebt, dann werden wir mit ihm über seinen Papa sprechen, der ja der Trainer war von Marc Haider. Und wir gucken einmal nochmal zurück auf gestern Abend, Hensch Arena, Montagabendspiel. SV Meppen hat gespielt, unser Flotti, wie wir ihn nennen, war vor Ort mit Thomas Wagner, mit Stefan Fuckert. Und da gab es ja auch die ein oder andere Szene, die durchaus interessant gewesen ist. Und ich muss dich auch mal unterbrechen, weil hier gibt es wieder aus der Community Schönes zum Schmunzeln. FO-1 schreibt, doch nicht so flott, der Mann. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Und hier Thilo Bremil, was wissen, wie realistisch findet ihr das Investment von dem FCS-Boss? Also jetzt sind wir in Saarbrücken. Ich meine, für Saarbrücken und Kaiserslautern wäre es gut, wenn Türkgücü bis zum 34. Spieltag überlebt. Er spricht quasi diesen Sachverhalt an, dass ja einige Vereine wohl, ich habe das auch nur gelesen, überlegen, ob sie Türkgücü München unter die Arme greifen, damit sie in der Tabelle nicht abstürzen, wenn Türkgücü München raus ist. Das ist halt die große Frage. Ich finde sowas schon spannend, aber ich weiß nicht, ob man sowas machen sollte. Also, dass quasi jetzt Saarbrücken Türkgücü München unter die Arme greift finanziell, damit die dann durch die Saison kommen, das klingt für mich auch irgendwie nicht ganz richtig. Das hört sich für mich hier auch nicht richtig an. Jetzt habe ich übrigens die Antwort, eine korrekte Antwort auf die Frage gerade aus dem Chat. Ich kommentiere am 11. April Osnabrück gegen Verl. Da bin ich das nächste Mal beruflich an der Bremer Brücke. So, und jetzt ganz ehrlich, habe ich keine weiteren Themen, um zu überbrücken, bis Daniel Flottmann spricht. Hört er uns und kann er jetzt auch was sagen? Ich höre euch und versuche auch was. Ja, das sieht gut aus. Gut, endlich. Ja, sorry dafür. Es muss an mir gelegen haben. Ja, aber jetzt hören wir dich, jetzt bist du da und du siehst frischer aus denn je. Warst du heute noch beim Barbier? Nee, ich habe mich für gestern extra schön gemacht, dafür's Topspiel gestern Abend in Meppen. Und ich sehe frischer aus, als ich mich fühle. Gestern wurde spät, heute Training und jetzt hier, also geht Schlag auf Schlag. Ja, lass uns doch gleich darüber sprechen, über das Spiel gestern, weil das war ja super interessant. Die Duisburger, die haben sich ja jetzt richtig stabilisiert. Da ging ja vor einigen Monaten die Angst um. Wie hast du sie gestern erlebt beim Auswärtssieg gegen Meppen? Ja, ich hätte sie mit breiterer Brust zu Anfang erwartet. Da war Meppen in der ersten Halbzeit auf jeden Fall besser oder mehr am Drücker, hatte mehr Spielanteile. Aber hat sich dann, Meppen hat sich mehr oder weniger selber dann geschwächt durch die beiden roten Karten auch, so dass Duisburg dann sehr viel Ballbesitz hatte. Und gerade in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, haben sie auch viel draus gemacht. Auch wenn nur zwei Tore da entstanden sind, hatten sie schon einige Chancen. Und das gibt natürlich weiter Selbstvertrauen. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich glaube ja, das würde ich jetzt sagen, der MSV Duisburg, der wird sich den Klassenerhalt jetzt nicht mehr nehmen lassen. Und was in Meppen passiert, das werden wir natürlich verfolgen. Jetzt hatten wir ja gerade diesen schönen Opener gespielt. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, was war da denn los, um über Türkgücü zu sprechen. Das ist jetzt alles, hat sich jetzt gedreht und geändert. Deswegen spiele ich ihn einfach nochmal. Ich höre Sie nicht. Woche zu Woche ist es immer die gleiche Scheiße jedes Mal. Was war da denn los? Und zwar hat Türkgücü München gegen den ersten FC Magdeburg gewonnen, gegen Magdeburg. Und das hätte ja wirklich keiner erwartet. So viele Irrungen und Wirrungen, vor allen Dingen natürlich finanzieller Natur. Du kannst das am besten einschätzen. Du hast diese Situation erlebt als Spieler bei Rot-Weiß Aalen. Wie, glaubst du, fühlen sich gerade die Spieler? Denken die sich, komm, jetzt erst recht und jetzt zeigen wir mal den Sportdirektoren dieses Landes, wie gut wir sind, damit wir demnächst da mal vorstellig werden können? Achso, ja klar. Also zu Anfang ist natürlich so, dass man erstmal geschockt ist und das auch belastet. Allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man ja irgendwo auch eine Ich-AG ist und sich zeigen möchte und das gleiche Schicksal dann erleidet, dass man sich zusammentut, dass es die Gemeinschaft nochmal fördert. Und wenn man ganz ehrlich ist, es beschäftigt einen so sehr als Spieler den ganzen Tag, dass man einfach froh ist, dann zu kicken. Damit man nur den Gedanken hat, wirklich dann in diesen anderthalb Stunden Training am Tag oder halt dann im Spiel, dass man da ein bisschen den Kopf ausschalten kann und Gas geben kann, ja. Jetzt nicht schlecht. Und wenn du jetzt überlegst, ja, ich bin kurz in meinem Handy versunken. Ich habe unserem nächsten Gast geschrieben, weil wir jetzt hier ein bisschen zeitlich hängen. Dennis Under freut sich auf seinen Auftritt hier bei uns. Aber ich musste ihm jetzt sagen, Freund, wir müssen hier noch ein bisschen was war da denn los machen. Das ist live. Das ist unsere Live-Show hier bei Magenta Sport, dritte Liga Top-Thema. Glaubst du denn, weil das habe ich jetzt auch gelesen, der Kollege Heraf, der Coach von Türkgücü, der schaut ja jetzt sogar schon das erste Mal auf die Tabelle, hat er gesagt. Also er hat sogar noch Hoffnung, dass Türkgücü die Klasse halten kann, weil sie das Ganze auch bis zum Ende spielen. Was hast du denn da für eine Spürnase vielleicht, weil du das ja aus deiner Erfahrung heraus kennst? Ja, also ich glaube, dass diese Extremsituation, dass das nicht so lange vorhält, diese Gemeinschaft oder so. Man kann das nicht so lange aufrechterhalten, diese eigene Motivation.
Ich kann mich noch daran erinnern, nachdem wir die Insolvenz früher eingereicht hatten, waren es 5 Spiele, die wir gewonnen haben. Aber irgendwann sind diese Umstände halt so besonders, dass dann die Kraft ein bisschen nachlässt oder hier und da ein paar Prozent fehlen. Ich glaube, der Trainer macht das dann gut, dass er schon ein bisschen wieder Hoffnung sucht irgendwo und vielleicht in der Tabelle dann gefunden hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn mit jedem Spieltag, wo Türkgücü punktet und die anderen vielleicht nicht, dass da mehr Hoffnung kommt. Also das ist definitiv ein großes Thema. Sobald da Fakten auch kommen, werden wir natürlich vielleicht ja dann nächste Woche im Dritte Liga Top-Thema darüber sprechen. Ich habe gerade die Information bekommen, dass wir eine Sprachnachricht bekommen haben. Seit Daniel Flottmann im Bild ist, bekommen wir Nachrichten, Anfragen, es kommen Nummern, die geschickt werden, das werden wir dir gleich privat alles weiterleiten. Aber der Florian aus Göttingen hat sich noch gemeldet, denn er bringt noch einen Verein ins Spiel im Thema Aufstiegskampf und hätte dort scheinbar gerne deine Expertise. Wir hören mal rein. Servus, was mir vorhin ein bisschen zu kurz gekommen ist, sind die 60er Löwen. Ich glaube nicht, dass Platz 3 unter den Teams aus dem Südwesten ausgemacht wird, sondern dass man da ein bisschen weiter in den Süden schauen muss. Die 60er haben ja auch die Roten Teufel geschlagen. Also ich glaube, dass Platz 3, da muss man dann doch weiter in Richtung Weißwurst-Äquator schauen. Auch ein schönes Wort. Ja, aber sehe ich auch so. Ich glaube, also der Aufstiegskampf insgesamt ist ja breit gefächert, wenn ich gerade noch am Markt denke, der sich noch, das war mein Fehler. Noch, ja, kein Problem. Emotionen. Ja, nee, aber dass Osnabrück sich da noch mitsieht, Saarbrücken sicherlich, aber auch 1860. Gerade in der Form jetzt nach dem Winter, sehr, sehr stabil, sehr, sehr erwachsene Vorstellung und aber auch 2, 3 Spieler, die wissen, wo das Tor steht und das macht auf jeden Fall Hoffnung, ja. Guck mal. Ja, und ich muss sagen, Shoutout an die Fans, danke, dass ihr da so aktiv dabei seid. Klar, die Münchner Löwen darf man nie vergessen. Flotti, vielen Dank, dass du bei uns warst hier und schön, dass wir ein bisschen sprechen konnten über die Liga. Mein Lieber, wir sehen dich bald wieder im Stadion und bleib sportlich und vor allem immer schön die Seiten kürzen, ne? Bis dahin. Ja, klar. Dankeschön. Viel Spaß noch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Daniel Flottmann. Ciao, ciao. Guck mal, den kannst du aus der kalten Hose zu allen Themen befragen, die wir haben oder halt auch gerade reinbekommen. Sensationell. Ja, voll drin der Mann und den TSV 1860 München dürfte man nie abschreiben. Zumindest nicht in der Rückrunde, da sind sie sowieso die letzten Jahre stark gewesen. Ich habe schon gesehen und gehört, du hast da eben was abgespielt, Strassi. Das kannst du uns vielleicht jetzt mal zeigen. Ich glaube, das hat mit unserem nächsten Gast zu tun. Ja, als ich das abgespielt habe, habe ich gedacht... Okay, können wir nochmal einen Schnitt machen? Ich war wieder zu voreilig. Aber ich war gerade schon auf Instagram unterwegs. Unser nächster Gast ist ja, man kann schon sagen, der Durchstarter im europäischen Fußball. Oder ist das ins zu hohe Regal gegriffen? Einst in Liga 3 Tor um Tor geschossen, dann in die belgische Liga gewechselt, auch dort grandios performt. Und der nächste Schritt, der steht auch schon bevor, mit dem Wechsel in die Premier League. Das ist eine, in Amerika würde man sagen, Cinderella-Story. Und Alex, das ist jetzt mal eine ganz ernst gemeinte Frage. Hättest du das gedacht, dass das mal passiert bei Dennis Undav? Nein, nie im Leben. Ich habe den gesehen, ich habe den in Meppen erst so richtig wahrgenommen. Der hat ja auch mal Havelse gespielt und dachte schon, wow, echt toller Fußballer. Aber der hat einen Weg bestritten, das ist sensationell. Und da will ich unbedingt auch mehr erfahren und hoffe, dass er jetzt auch schon gleich bei uns hier zu Gast ist. Denn das sind alles Dinge, die wollen wir mit ihm zusammen besprechen, mit Dennis Undav. Wie der seinen Weg gemacht hat, ist für mich sensationell. Und zeig doch mal dieses Video. Lass mich doch nicht hier am Arm verhungern. Ja, guck mal, wir gucken einmal kurz bei Instagram. Das ist ja unglaublich, wie der gefeiert wird in Belgien. Pass mal auf, hier. Er ist der Held der Fans da in Belgien und was soll ich sagen, gerade war er noch bei den Fans, jetzt ist er im Dritte Liga Top-Thema. Herzlich willkommen an Europas Finest, Dennis Undav. Hi, wie geht's?
Uns geht sensationell. Wir haben uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja gerade auch schon reinschauen können, diese Emotion, diese Liebe, die dir da entgegenkommt. Also ist das für dich noch in Worte zu packen? Sind das die besten Fußballermomente deines Lebens aktuell? Ja, auf jeden Fall. Sowas zu erleben in so einem Verein mit solchen Fans ist schon klasse. Oder ein Teil dabei, davon zu sein, ist schon klasse. Und ich habe gesehen, dass du den Beitrag nicht geliked hast. Also ich weiß ja nicht, was abgeht. Normalerweise liked man ja einen Beitrag, wenn es einem gefällt. Ja, da hast du recht. Das mache ich aber heute Abend sofort. Aber schön, ja, okay, dass du da direkt reinschießt. Es tut mir leid. Das finde ich überragend. Ja, muss ja sein. Strassi, hier überschlägt sich übrigens alles. Wir müssen mal einen Schritt auch zurückgehen. Also, Dennis, du spielst in Belgien. Du bist zum Aufsteiger gewechselt in der Vorsaison. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Royal Union Saint-Gilloise. Richtig. Sehr gut. Super. Super Aussprache. Und bist mit denen aufgestiegen. Und jetzt seid ihr auf bestem Wege, belgischer Meister zu werden. Du schießt Tore ohne Ende. Das ist unglaublich, was du für eine Erfolgsgeschichte hinlegst. Was ist denn gerade los bei dir eigentlich? Bei mir läuft einiges zusammen, muss ich sagen. Der Verein, die Mannschaft, ich als Spieler. Wir leben gerade unseren Traum, um ehrlich zu sein. Keiner hat es gedacht, dass wir nach dieser Saison oder nachdem wir aufgestiegen sind in die S-Liga, dass wir Meister werden können. Das war nicht das Ziel und dass wir das jetzt oder dass wir die Chance haben, Meister zu werden, ist schon ein geiles Gefühl und ich versuche den Moment zu genießen und einfach weiter meinem Team zu helfen, dass wir unser Ziel erreichen. Ich frage mich, wie kam das eigentlich zustande? Ich meine, du hast ja richtig die dritte Liga gerockt und es gab ja auch diverse Angebote. Du hast dich dann aber dafür entschieden, in die zweite belgische Liga zu gehen. Wusstest du vorher schon, oh, da könnte was entstehen, das könnte das richtige Sprungbrett für mich sein oder ist da einfach auch ein Stück weit Glück dabei? Glück gehört natürlich auch dazu. Ich habe mich für den Verein entschieden, weil es mir die meiste Wertschätzung gegeben hat und der Plan war es, aufzusteigen, aber es gibt viele Vereine, die planen aufzusteigen und es nicht schaffen. Zum Glück haben wir es geschafft und dass ich so einen Weg einschlage, ist einfach nur überragend und manchmal denke ich mir, dass ich das gerade erleben darf, ist einfach Wahnsinn und von der dritten Liga in die zweite belgische Liga zu wechseln und jetzt um den Meistertitel in der ersten Liga zu spielen, ist schon einfach geil. Oh, und Christian, hast du das gehört eben? Es war das Team mit der meisten Wertschätzung. Ich will gar nicht wissen, wie viele Sportdirektoren sich gerade in den Arsch beißen, dass sie Dennis Undorf keine Wertschätzung gegeben haben. Aber was hat denn, also ich meine, du hast ja in der dritten Liga stark performt. Ich bin mir sicher, da gab es einige Zweitligisten, die gesagt haben, hey, du kannst bei uns spielen. Was hat dann den Ausschlag gemacht? Dass Union Saint-Gilloise mich schon im Jahr davor haben wollte und die wirklich fast jede 2-3 Tage meinen Berater angerufen haben und nachgefragt haben, wie es bei mir geht, ob das Interesse gestiegen ist von mir und von meiner Seite. Und ja, die haben einen konkreten Plan mit mir gehabt und der Plan ist bis jetzt aufgegangen. Aber hatte den jetzt zum Beispiel Union Berlin nicht? Ich habe gehört, die waren alle 2 Tage bei deinem Berater auf der Mailbox. Nee, nicht Union Berlin, Union Saint-Gilloise. Ah. Sie wurde falsch interpretiert. Deswegen okay. Nicht Union Berlin, Union Saint-Gilloise. Die waren jede 2 Tage bei meinem Berater. Haben wir das auch mal aufgelöst, weil es gab mehrere Interviews im Netz, da stand Union Berlin. Das habt ihr aber gar nicht gesagt, okay. Nee, hab ich nicht gesagt. Ich habe Union gesagt, aber ich dachte, es wird mein Verein damit gemeint. Aber die haben einfach Union Berlin daraus gemacht. So, guck mal, konnten wir das auch aufklären. Haben wir aufgeklärt. Genau. Und aber eine Sache, die ich auch gehört habe, ist, es gab Interesse aus der Bundesliga. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach war schon interessiert, einen Dennis Undorf jetzt zu sich zu holen, oder? Jetzt in diesem Winter, meinen Sie? Ja, sag ruhig du bitte. Ich glaube, das Interesse kam relativ spät. Aber ob da jetzt wirklich konkret Interesse war, weiß ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Na, okay. Ich habe, glaube ich, an dem Tag vorher oder 2 Tage vorher den Vertrag unterschrieben in Brighton. Deswegen weiß ich nicht, ob da wirklich jetzt konkret Interesse war oder nicht.
Über Brighton sprechen wir gleich noch, aber wir müssen ganz kurz noch kurz zurückgehen, weil Interesse ist ein super Stichwort und jetzt ist es leicht, sich für den Dennis Undorf zu interessieren. Aber damals, als du auf der Straße warst, wo du nicht wusstest, wirst du überhaupt noch Profi und klappt das alles, da war auf einmal Havelse da und die haben sich um dich bemüht und die haben gesagt, den wollen wir. Nimm uns mal in diese Zeit mit rein. Also ich war bei Weihe meine letzten Saison und da hat der Stefan Gerke aus Havelse einen Stürmer gebraucht, der Tore macht. Und durch meinen alten Trainer in Weihe sind die auf mich gekommen und dann hat er bei mir angerufen und hat nach einem Gespräch gefragt. Habe ich mit ihm gesprochen, mit meinem Onkel und meinem Vater und haben dann entschieden, den Weg einzugehen, nach Havelse zu gehen, weil das war auch wirklich so mit, dass der einzige Verein, der Interesse hatte oder mich haben wollte. Und ja, da habe ich dann auch in der A-Jugend getroffen und in dem ersten Herrenjahr ist mein alter Trainer Stefan dann Trainer geworden und dann war es natürlich einfacher für mich es da zu zeigen. Da habe ich die Chance bekommen und habe es versucht dann auch direkt zu zeigen, dass ich dahin gehöre. Und jetzt hagelt es hier richtig rein, also gerade wo du Havelse gesagt hast, da geht es hier ab in unserem Top-Phone 0175 681 7248. Ich glaube, ein ehemaliger Torhüter, Pollock Havelse, hat sich bei uns gemeldet und eine Sprachnachricht dagelassen. Da hören wir jetzt mal rein. Moin Dennis, wie hat dir die A-Jugend beim TSV Havelse gefallen? Und wer war der beste Torhüter? Pollock oder wer? Liebe Grüße. Ja, das kann nur der Pollock gewesen sein. Ich kann ja jetzt keinen anderen Namen nennen. Und die A-Jugend in Havelse war eine geile Mannschaft. Wir waren eine geile Mannschaft, hatten sehr, sehr viel Spaß. Verschiedene Charaktere da. Hat unfassbar viel Spaß gemacht das Jahr. Und wir sind auch dementsprechend Meister geworden und in die erste Liga, in die erste Bundesliga aufgestiegen. Apropos auch nochmal TSV Havelse, du hattest da eine gute Zeit und die hatten jetzt auch rückwirkend eine gute Zeit mit dir. Und vor ein paar Wochen haben wir mal bei unserem B-Win-Top-Spiel mit dem sportlichen Leiter gesprochen und der hat eine interessante Geschichte erzählt. Hören wir mal rein. Die Braunschweiger in der Tabelle erstmal überholt, aber es sind ja erst 45 Minuten gespielt. Wir analysieren gleich diese erste Halbzeit, gucken vorher aber, bevor wir, oder während wir hier noch ein bisschen nass gemacht werden, auf die anderen Zwischenstände. Oh, das tut richtig weh. Ja, das tut jetzt weh. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte gerade sagen, hä? Ich muss hier wahrscheinlich auf Off Undaf drücken, ist das richtig? Okay, so, jetzt beruhigen wir uns alle bitte. Ich muss hier heute alles Technische alleine machen, ja? Jetzt spielen wir das ab, was ich eigentlich abspielen wollte. Kein Problem. Pass auf. Also wir haben ja den Dennis Undorf in unserer U19 entwickelt, 2 Jahre lang auch bei uns in der ersten Herren. Und der hat ja gerade, der schießt gerade die belgische Liga kaputt, hat seinen Weg Richtung England. Und wir kriegen relativ tolle Reaktionen aus England, weil wir ja auch daran beteiligt waren, 3 Jahre an der Entwicklung von dem Jungen. Und das freut uns eben sehr. Ist das Usus, dass ein Premier League-Club dann beim Ausbildungsverein anruft? Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwundert. Das ist ein sehr besonderer Verein und die Rückmeldungen da sind schon sehr spannend. Ich habe das bisher auch noch nicht erlebt, aber wir freuen uns darüber. Schöne, schöne Geschichte, oder? Ja, auf jeden Fall, dass Brighton bei meinem Ex-Verein anruft und ich weiß ja nicht, was sie besprochen haben, aber da was nachgefragt hat, ist schon geil zu hören und freut mich auch für den TSV Havelse. Vielleicht haben Sie ja gefragt, ob Sie noch ein bisschen mehr an Prämie bekommen für die viele Arbeit, die Sie in dich reingesteckt haben. Apropos, wir reden nochmal über die Premier League. Jetzt geht es ja wirklich in die erste englische Liga, weil ich habe schon mal auch nochmal auf die Tabelle geschaut. Das sieht gut aus bei Brighton & Hove Albion. 33 Punkte aktuell, das bedeutet wirklich dein Traum. Ich weiß gar nicht, ob du diesen Traum überhaupt mal hattest oder ob der gar nicht auf deiner Liste stand, aber er geht auf jeden Fall in Erfüllung. Es geht in die englische Premier League. Jetzt sag das mal deinem Ich vor 5 Jahren. Da platzt dir doch alles, oder? Ja, ich hätte mich beleidigt, jetzt sagen, was laberst du? Jetzt mal ehrlich, vor 5 Jahren nicht, als ich den Vertrag unterschrieben habe bei San Gilloas, war das so ein Traum. So. Man hat darüber geredet, was wäre, wenn ich bei Union San Gilloas meine Tore mache und dann zu Brighton gehe. Aber daran hat auch wirklich niemand geglaubt, ich auch nicht. Ich hätte das nicht gedacht, aber
Zum Glück lag ich da falsch und ich habe jetzt endlich meinen Traum mir möglich gemacht. Und wie gesagt, im Sommer es ist Zeit, hart daran zu arbeiten, da zu bestehen in der Premier League. Und das ist mein Ziel dann. Aber ich merke da schon bei dir, sorry, ich schaue dir einen noch, da leuchtet es immer in den Augen. Also ich glaube, Union hat dir wirklich gesagt, wir bringen dich in die Premier League. Kann das sein? Du schmunzelst da immer so. Das war wirklich der Plan von denen, oder? Von unserem Sportdirektor, als er mit mir geredet hat, als ich hier unterschrieben habe, das war so sein Plan. Er hat gesagt, ja, wir bilden dich hier weiter und wir wollen dich auch wirklich 2 Jahre halten. Und danach kannst du gehen. Danach wollen wir dich in einem besseren Verein sehen. Und der Plan ist aufgegangen, um ehrlich zu sein. Und wie gesagt, also ich hätte niemals im Leben daran gedacht, dass ich mal in der Premier League spielen könnte oder darf. Und immer wieder, wenn ich das höre oder wenn ich den Verein sehe, Brighton oder Union, es ist halt immer in Erinnerung. Ich denke mir so, boah, ich habe es geschafft. Niemand hat an mich geglaubt und ich habe es einfach geschafft. Und ja, da freut man sich halt relativ sehr, wenn man zu Hause allein ist oder abends mal im Bett liegt und über sowas nachdenkt, dann ist es einfach ein geiles Gefühl. Das wird sicherlich auch so weitergehen, wenn du den ersten Kontoauszug von Brighton bekommst. Da lacht er. Mal schauen. Übrigens, es gibt ja noch viel Wichtigeres als Geld. Wir haben ja gerade schon gesprochen, diese nächsten Schritte, die du gemacht hast. Vielleicht steht ja noch ein großer Schritt bevor. Du hast ja mal gesagt, dein Traum ist es weiterhin, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Jetzt habe ich aber mehrfach auch erfahren, Stefan Kuntz ist wirklich sehr daran interessiert, dich in die türkische Nationalmannschaft zu holen, für die du ja auch spielen könntest. Hat sich da in den letzten Wochen was ergeben? Gibt es da vielleicht Gespräche? Gehst du zur türkischen Nationalmannschaft oder wartest du noch auf den Anruf von Hansi Flick? Also du weißt anscheinend mehr als ich. Also ich höre das wirklich von vielen Leuten, dass der Stefan Kuntz sehr an mir interessiert ist. Aber mir hat noch niemand was gesagt. Also mein Berater nicht, weder mein Verein, dass die Interesse haben oder dass sie mich wirklich berufen wollen. Davon höre ich wirklich von einigen Leuten, auch mein Vater sagt, in den türkischen Medien wird gesagt, dass er sich bereits mit mir getroffen hat und was weiß ich. Aber das hat nicht gestimmt oder das stimmt nicht. Und ich lasse meinen Traum offen. Es ist ja noch Zeit. Ich hoffe, es klappt irgendwann, dass ich Nationalspieler werde. Und dann habe ich das letzte Ziel auch erreicht in meiner Karriere. Aber lieber Deutschland oder Türkei? Ist mir egal, um ehrlich zu sein. Bei mir gibt es nicht, würdest du Deutschland oder Türkei jetzt bevorzugen. Hauptsache eine Nationalmannschaft will mich haben und dann schaue ich mal, was ich dann mache. Ist mir egal, egal. Oh, ich darf aber nicht mehr aber singen. Aber ganz ehrlich, genau, du hast Singverbot übrigens, aber ganz ehrlich, also wenn jetzt Stefan Kuntz hier zuguckt, dann ist er hoffentlich gleich am Telefonhörer. Hier, wir müssen nochmal bodenständig werden. Ich muss euch nochmal down to earth bringen. Dominik Albers will wissen, endlich eine Frage, mit wem hast du beim SV Meppen noch am meisten Kontakt? Mit 3 Ex-Spielern von mir. Markus Ballmert, Luka Tankulic und René Guda. Oh. Und ab und zu mit Ose, mit Yannick Ose. Ab und zu mit Yannick Ose. Ich glaube, Ballmert hat einen Gips. Guda gestern rote Karte gesehen. Also es gibt viel zu besprechen gerade. Ja, also ich habe das Spiel nicht verfolgt. Ich versuche jedes Spiel zu gucken, wenn ich die Zeit habe. Aber ich habe gesehen, dass er eine rote Karte bekommen hat. Deswegen muss ich mal fragen, was passiert ist. Ja, da kannst du ihn mal fragen. Aber apropos SV Meppen, das ist. Oder Klichy, bei dir hat es so gezuckt. Du meinst, ich soll mal gucken, ob wir uns die rote Karte angucken? Ja, guck doch mal rein zusammen, da gucken wir doch mal, ist doch logisch. Aber hast du noch Magenta Sport hoffentlich, Dennis, oder? Oder müssen wir dir das zukommen lassen? Du kannst bei uns die dritte Liga ja gucken, alle Spiele. Ich habe hier Magenta Sport. Ich gucke ja, also wenn ich die Zeit habe, gucke ich jedes Spiel von letzter Meppen. So, sehr pass gut auf. Ja, und Tankulic ist natürlich auch super als Kapitän, ne? Der hat ja auch jetzt Meppen eine super Hinrunde beschert, aber jetzt wird es ein bisschen eng in der Rückrunde, läuft es nicht mehr so gut, deswegen gucken wir doch mal auf den Guda, gucken wir uns mal die Karte an und Dennis Undorf darf dann live kommentieren, was er davon hält. Genau, ich muss jetzt mal einmal hier in diese Minute reingehen. So, jetzt kommt Guda. Zack.
Was sagst du? Rot gerechtfertigt? Ja, das hat er ab und zu bei mir im Training auch versucht früher, aber hat zum Glück nie geklappt. Nein, Spaß, aber das ist eine rote Karte. Das ist eine klare rote Karte. Ne? Also sieht halt sehr schlimm aus, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass René keiner ist, der einen so umhaut oder so umhauen möchte. Deswegen. Ja, aber ich glaube, ich habe die Bilder jetzt auch nochmal gesehen. Ich glaube, die Farbe war richtig und ich glaube auch, dass Knoll, der getroffen wurde, dass es ihm auch gut geht. Also da ist Gott sei Dank nichts passiert. Das ist ja auch das Wichtigste. Mal schauen. Du kannst ja René Guda jetzt gleich mal eine Sprachnachricht machen und ihm sagen, wir haben uns das zusammen angeschaut. Wir fordern 5 Spiele Sperre. Mach ich. Falls René Guda das sehen sollte, er kann sich auch gerne melden. Topphone 0175-681-7248 oder in den YouTube-Chat schreiben, ist auch kein Problem. Aber Klich, toll, wie du wieder reagiert hast. Du bist einfach unser Riecher, du hast den Netzriecher. Ja, selbstverständlich, da will ich ran, ist doch ganz klar. Hier, Maurice 98 will noch was wissen. Ob du dir vorstellen kannst, nach der Premier League nochmal in die Bundesliga zu wechseln? Der ist schon 2 Schritte weiter. Ja, mal schauen, alles ist möglich. Ich muss mich erstmal versuchen, in der Premier League zu beweisen und dann mal schauen, wo es hingeht. Vielleicht ja irgendwann dann mal auch wieder zurück in unsere aller Lieblingsliga, die dritte Liga. Dann machst du irgendwann dein Karriereende einfach nochmal für ein halbes Jahr Meppen und für ein anderes halbes Jahr Havelse. Ja, wenn die dritte Liga spielen, ja. Ja, mal schauen. Ach Mensch, du bist auf jeden Fall ein sehr toller und sehr offenherziger und lustiger Kerl. Und ich glaube, es gibt ja so Dinge, jeder bekommt im Leben das, was er verdient. Und ich glaube, das, was du gerade alles bekommst, das hast du dir auch verdient. Und ich glaube, von uns allen, von Magenta Sport, von den Fans der dritten Liga, wir drücken dir die Daumen für einen weiteren geilen Weg. Und ich bin mir sicher, entweder Hansi oder Stefan Kunz. Einer von beiden ruft an und dann fahren wir noch zur WM zusammen bei Magenta TV. Dein Wort in Gottes Ohr. Sehr schön. Dennis, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, dass du bei uns hier im Dritte Liga Top-Thema warst. Danke und viel Erfolg jetzt vor allem noch für die letzten Spiele in der belgischen Liga. Hol das Ding nach Hause. Bis dahin. Ich gebe mein Bestes. Dankeschön, Jungs. Tschüss. Tschüss, Dennis. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Boah, Wahnsinn. Ey, wie kann man denn so Ich bin nass geschwitzt. Wie kann man denn so sympathisch sein? Ganz toll. Das ist ja unglaublich, wie sympathisch der Kerl ist. Ja, also den mal jetzt so längere Zeit kennenzulernen, da weiß man, warum es jetzt so gekommen ist, wie gekommen ist, oder? Das geht ja gar nicht anders. Ja, und er hat es schön gesagt, ne? Keiner hat an mich geglaubt, aber ich habe es trotzdem geschafft. Und das ist auch die Botschaft für alle anderen da draußen, die vielleicht Anfang 20 sind und sich denken, hey, wird das noch was mit der Profikarriere? Es kann schnell funktionieren, wenn man sich weiterhin motiviert, wenn man sich durchbeißt, kann das immer klappen. Ich gucke nochmal nebenher in unseren Chat rein, da haben wir, glaube ich, hoffentlich alles beantwortet. Richtig cool wieder, Leute, wie ihr dabei wart heute, egal ob über Chat oder über unser Topphone. Und hier Eingesperrte immer bei uns, Alex Licht, da bin ich nochmal dabei. Du hast vorhin gesagt, jeder, was er verdient, deswegen bin ich auch noch in Quarantäne. Ne? Nein, nein. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, auch magentasport.de, was steht denn jetzt noch an? Kommt ja eine Länderspielpause. Komm, ich mache das Ganze mal ein bisschen groß. Wir nehmen uns jetzt die Zeit. Morgen Abend, 18.45 Uhr, Viktoria Berlin gegen den FSV Zwickau, das Nachholspiel, live und exklusiv beim Magenta Sport. Und dann geht es am 18. schon wieder los. Bibin-Topspiel, die Würzburger Kickers, die jetzt auch noch mal ranschmecken gegen Viktoria Köln. Klichy, wo bist du denn unterwegs? Ja, eben genau bei diesem Spiel bin ich dabei, da bin ich dann wieder raus aus meiner Quarantäne. Am Freitagabend freue ich mich auf die Kickers, du hast es gesagt, sie sind jetzt wieder dabei, sich in diesem Abstiegskampf eindrucksvoll zurückzumelden, deswegen freue ich mich auf diese Partie enorm. Und wo bist du denn? Ich bin am Samstag beim 1. FC Saarbrücken gegen den Halleschen FC, dort als Moderator, freue ich mich drauf.
Und dann am Sonntag kommentiere ich das von uns bereits schon angesprochene Spitzenspiel. Waldhof Mannheim gegen 60 München, 13.45 Uhr, das Ganze live und exklusiv bei Magenta Sport. Aber ihr seht ja alle Spiele, ihr seht alle Emotionen, alles, was passiert, entweder im Einzelspiel, samstags in der großen Konferenz. Es ist alles, darf ich das sagen zum Schluss einmal, es ist alles geil bei Magenta Sport. So, und damit habe ich mir meine Prämie diesen Monat auch wieder verdient. Prima, dann würde ich sagen, das war, komm hier, wir schütteln uns nochmal digital die Hand. War ein gutes Ding heute, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber nächste Woche kommst du dann wieder hin. Wir kommen ja, Max Eberl auf Wish bestellt, wir kommen ja nächsten Dienstag schon wieder live ab 18 Uhr, dritte Liga Top-Thema. Würde uns freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und jetzt gönnen wir uns einmal einen Blick zurück auf das, was alles passiert ist. Unsere heißgeliebte Magenta Sport Top 10, der sogenannte Rausschmeißer. Danke für euer Interesse. Schönen Abend noch, bis zur nächsten Woche und habe die Ehre. Da ist es. Da haben sie jetzt mal die Kugel geklaut und geht gleich in Führung. Lukas Petkoff setzt genau das um, was Mitch Kniehan den Jungs mitgegeben hat. Emma Condé. Mal hebelt er den Ball rein und das ist die nächste fette Chance. Und da war Flückiger noch dran. Lenkt den Ball mit Hilfe der Latte übers Tor. Jennicke läuft in Position. Und das ist das 2-0, das ist die Entscheidung. 89. Minute. Justin Steinkötter macht den Deckel drauf. Mit Glück kommt der Ball zu Steinkötter und der lässt sich dann nicht zweimal bitten. Und nochmal Kavainer. Scharf nach innen und das 2-0 für Türkgücü. Alexander Sorge. Kavainer, der diesmal scharfe Flanke wählt. Und Sorge setzt sich durch im Zentrum. Herrscher, links ganz viel Platz für Wunderlich. Mike Wunderlich. Nochmal auf Herrscher. 2-0. Blitzsauber ausgekontert. Wunderlich, der Pass eigentlich ein bisschen kurz, aber es reicht genau. Also ein, wer kann Taz? Taz! Wow, und was für eine Parade von Hendrik Bohlmann. Und dann schlenzt er das Ding und Hendrik Bohlmann greift über und braucht da auch wirklich jeden Zentimeter seiner 1,94. Herrscher nimmt den super mit. Philipp Herrscher, was ist das denn für eine Vorarbeit? Marlon Ritter 3-0. Beim 2-0 sagte ich bereits, blitzsauberer Konter. Was ist eigentlich die Steigerung? Das hier. Und jetzt David Kovac auf dem Weg vielleicht zur Entscheidung. David Kovac macht's nicht. Was für eine Rettungstat von Niklas Dams. Da kommt Aydin dazwischen für die Kölner. Amin. Ja, da macht er das 2-1. Viktoria Köln dreht das Spiel mit einem Amin-Doppelpack zum 2-1. Das ist Amin, gerade eben eingewechselt, so ein Dynamiker. Ja, mit Abschluss und was für ein Tor! Amin macht das 1-1. Ein wunderbares Ding in den Winkel, eine ganz starke Einzelleistung.